Damit hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Mein Name ist Eismännchen und jetzt geht's richtig rund. Die erste Pokalbegegnung für uns steht an, nachdem wir erstmal gucken wollen, was uns Rodriguez sagt, der unbedingt spielen wollte. Und ja, du hast dich super geschlagen und zur Belohnung darf er jetzt auch gleich ran im Pokal gegen Paderborn. Da spielen wir jetzt mal mit so ein paar Ersatzspielern. Das heißt nicht, dass ich das Spiel auf die leichte Schulter nehme. Okay. Brügge hat uns den Spieler geklaut, das ist sehr schade für uns, wir werden es überleben. Nicht, weil ich überheblich werde, sondern ihr seht, am Samstag steht bereits das Spiel gegen Frankfurt an. Und deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen rotieren. Wir spielen zu Hause in der VW Arena gegen Paderborn. Ich denke, da sollten wir uns auch durchsetzen. Da darf auch der überragende Christian Tresch mal ein Päuschen nehmen. Wir ersetzen ihn nicht mit dem jungen Hofmann, oder? Haben wir denn sonst keinen? Doch, wir ersetzen ihn jetzt einfach kackfrech mit Jonas Hofmann im Mittelfeld. Wir werden Robin Knoche ranlassen, das ist ja wohl auch klar für Naldo. Auch Boateng bekommt eine Pause. Klose darf dafür ran. Dann Rodriguez für Schmelzer. Mustafo wird geschont, dafür darf logischerweise Holtby ran. Für Younes kommt, für Diego kommt Younes, für Hermann. Hermann kommt für Varinha, mein Lieber, was ist denn mit mir los hier? Ivica Olic bekommt Minuten. Für Helmes. Und jetzt gucken wir mal, wen wir hier für den eben angesprochenen Ivan Perisic bringen. Natürlich kann da nur Arnold und Medojevic in Frage kommen. Arnold kommt. Medojevic darf auf die Bank. Wir sagen für Diego mal eine Pause an. Also wir spielen komplett neu. Philippe wird keine Chance kriegen. Tut mir leid. Ist einfach so. Und es ist Pokal und deswegen darf auch Max Grün ran. Der kriegt auch die Kapitänsbinde in diesem Spiel. Also ich passe mich jetzt also an. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe, wenn ihr so wollt. Ich weiß, es ist gewagt, es ist mir aber egal. Ich will es probieren und ich denke, die Jungs haben es verdient. Schließlich muss man sowas belohnen, während hier ein Schluck Cola fertig war. Den machen wir erstmal, aber sowas von schlecht. Und rein geht's in die VW Arena zum Pokalabend. Das ist doch das, auf das wir hinarbeiten, auf Abendspiele nämlich, wenn es erstmal Europa League bzw. Champions League heißt. So, also, die Gäste haben Anstoß. Ich glaube, Kawabanga war da. Scheißegal, wie der Typ heißt. Wir gucken mal, wie wir uns jetzt mit dieser neu formierten Truppe schlagen. Holtby. Odic. Hermann. Oh, der war schlecht. Der hätte hochgemusst. Odic ist aber da. Das ist sogar ein Freistoß für uns, glaube ich. Oh, der Schiedsrichter hat rote Haare. Gucken wir mal, gibt es Freistoß für uns? Es gibt Freistoß für uns. Cool. Der Einzige, der durchspielt. Der verlässt uns aber auch definitiv in der Pause. So, Flanke von Co. Kopfball von Holtby. Gar nicht schlecht. Und Kruse ist da. Erste gute Aktion also für uns. Nach 4 Minuten Spielzeit. So. Hofmann, der Dortmunder. Eieieiei, das war ein bisschen übermotiviert von mir. Gucken wir mal. Jawohl, wer ist da? Da ist Hofmann wieder. Hat den Ball wieder geholt. Sehr schön. Co. Langsam machen. Hofmann. Hermann. Hofmann. Sehr schön auf Younes. Und da ist Hermann. Als Ersatzspieler ist ja immer relativ. Bei Patrick Hermann und bei anderen ebenfalls. Schön abgelegt auf Younes. Linksschuss. Aber der wird geblockt. Habt ihr gerade gesehen? Ich habe den Atem kurz angehalten hier. Weil ich dachte, den machen wir jetzt. Hofmann. Sehr schön mitgearbeitet. Hermann war das wieder. Entschuldigung. Mein lieber Mann, bin ich durcheinander. Es sind so viele Namen, die ich mir merken muss jetzt. Ja, der junge Hofmann als Rechtsverteidiger macht er sich gut. Knoche auch gut gemacht hier. Müssen wir weg von der Seite. Genau, Holtby muss mal das Spiel verlagern. Das macht er schön. Auf Arnold, der war noch gar nicht am Ball. Rodriguez gesucht. Schlecht, mehr schlecht als recht angespielt. Und da haben wir wieder Luis Holtby. Setzt sich nicht gegen den dritten auch noch durch. Schade. Aber drängt ihn ab. Younes. Hermann. Wieder der blöde Ball. Bisschen überhastet jetzt. Oh, das ist nett. Das ist ein Geschenk. Da ist Olic da. Und da ist dann natürlich auch Younes da. 1:0 durch ein Geschenk. Das gucken wir uns nochmal an. Das war ein Torwartfehler hoch 10. Den nehmen wir gerne mit. Armin Younes im ersten Pokaltreffer hier. Auch ein Neuzugang. Auch ein junger Spieler. Mit Perspektive. Gucken wir nochmal hier. Ei, was für eine Eierfeile, ey. Und der wäre auch, glaube ich, so reingegangen. Egal. Sicher, sicher. Hat sich da Younes gedacht. Wir hauen einfach mal drauf. Und das tut mir natürlich nicht gerade leid für den SC Paderborn. Denn es heißt im Pokal nun mal nur, einer kommt weiter, während Paderborn sich hier wirklich beeindrucken lässt im Moment. Ja, Younes.
Hätte er fast Hünemeyer noch einen Knick ins Bein gespielt hier. Cool. Sehr schön gemacht. Holtby. Hermann. Younes. Younes, sehr. Ah, bleibt hängen. Verdammt, das wäre echt. Aber holt ihn wieder. Verzögert. Schießt und drin. 2-0, Mann. Junge, Junge, die greifen uns nicht an und das nutzen wir natürlich aus dann in solchen Aktionen. Ja, da hat er angezeigt. Ein bisschen Glück gehabt, hat er wieder. Also beide Tore ein bisschen glücklich. Jetzt sehen wir es nochmal. Da wird er einfach überhaupt nicht angegriffen. Verzögert den Schuss. Und dann, ja, dann ist es natürlich kein Problem mehr. Aber den Ball hat er am Anfang glücklich weiterbekommen. Als er im Dribbling etwas glücklich den Ball behaupten konnte. Scheißegal, wir führen mit 2-0, Freunde. Und das ist da das Entscheidende, oder? So, jetzt können wir das Ganze ein bisschen entspannter angehen. Ach, Kashunga ist das, nicht Kawabanga, der von der Turtle-Kampfschrei. Hätte ja sein können. Arnold, sehr schöner Ballgewinn. Olic mit der ganzen Routine. Ah, nicht mit der ganzen Routine. Und Younes ist richtig heiß. Und Kruse wird's auch wissen hier. Das war wieder ganz schön knapp, mein Freund. Meha. Gesundheit, würde ich fast schon sagen dazu. So, Ten Worde. Der hat auch Zeit, das ist auch gut bei 0-2. Da kann man sich ruhig Zeit lassen im Pokal. Und Klose aufmerksam hier. Younes gut den Ball rübergespielt. Achtung, Hofmann. Oh, da kommt von hinten, Leute. Muss ich dem armen Hofmann keinen Vorwurf lassen, der sich hier den Ball aber auch überragend wiederholt. Jetzt hat er natürlich, wollte ich gerade sagen, 4 Stück gegen sich. Und gegen den Schildkrötenkampfschrei von Kashunga kommt der gute Junge nicht an. Arnold. Rodriguez. Ricardo Rodriguez. Flanke. Olic. Olic. Mit der Hacke. Direkt auf Younes. Der hätte fast den Hattrick gemacht. Schade. Robin Knoche. Hofmann. Ai, Fehlpass. Aber Hermann ist da. Rodriguez wieder. Jawohl, sehr schön. Arnold, jetzt geht Olic ab. Kein Abseits. Ivica Olic. Schade. 6-0 Torschüsse. Also Paderborn ist hier mehr als chancenlos im ersten Durchgang. Hermann, guter Ballgewinn wieder. Ach, schade. Da ist wieder Kruse für Olic da. Olic hätte ich auch ein Tor gewonnen bisher. Naja. Man kann nicht alles haben. Und die Chancen für Slobodan Medojevic, jetzt den Platz von Kurz zu übernehmen, die sind rapide gestiegen. Hermann. Olic. Ja, wollen wir abbrechen. Genau. Co. Fehlpass. Er empfiehlt sich aber auch wirklich für eine Auswechslung, der gute Co. Also Hermann, Hofmann, die machen das richtig gut hier. Muss ich einfach mal sagen. Und eins muss man auch ganz klar sagen. Natürlich kommen die Jungen ein bisschen weniger zum Zug in dieser Saison bisher. Liegt halt dran, dass wir nicht europäisch vertreten sind und dadurch viel rotieren müssten. Und es ist nun mal so, dass man halt auch dementsprechend weniger rotiert. Arnold. Wieder ein bisschen glücklich, aber Holtby ist da. Der junge Arnold behauptet hier den Ball. Und es ist Halbzeit. Es ist Halbzeit. Wir führen, denke ich mal, mega, mega verdient mit 2-0 gegen Paderborn. Mit unserer jungen Truppe in dem Fall. Und wir gehen sofort rein ins Teammanagement, wo jetzt Medojevic den Platz von Co. übernehmen soll. Wo haben wir ihn denn? Da ist er. Medojevic. Also, gucken wir mal, ob er nicht nochmal. Mal reicht uns vollkommen. Ein Blick auf die Statistiken hat eben gezeigt, 6-0 Torschüsse für uns und das ist schon ein ziemliches Brett. Jetzt ist also wirklich keiner mehr aus der Startaufstellung des letzten Sieges gegen Werder Bremen im Derby drinne. Rodriguez. Oh, das war ambitioniert, den Ball dahin zu spielen. Aber man kann auch nicht immer den langen spielen, muss man auch mal sagen. Kashunga. Krösche. Schöner Name. Hoppala. Krösche von Nasch. Arnold, aber Arnold ist aufmerksam hier. Rodriguez. Jawohl, mal kurz auf Holtby. Der dann von hinten angegriffen wird. Gesundheit wieder am Ball hier. Holtby erneut. Ganz stark. Jawohl, zweimal steil. Younes ist durch. Younes und der Heber geht nicht rein. Ich werde noch bekloppt, Leute. Armin Younes. Hattrick-Chance Nummer 2 vergeben. Wobei Hattrick ist ja jetzt auch vorbei. Also 3 Tore hätte. Hätte er verdient. Und da muss man ehrlich sagen, muss man da Diego halten, wenn man solche Leute in der Hinterhand hat? Andererseits wäre man schön blöd, wenn man Diego erst nach der Sommer- oder nach der Pause gehen lassen würde. Umsonst, um genau zu sein.
Da sollte man schon überlegen, ob man den eventuell im Winter abstößt. Arnold. Rodriguez. Hat keine Anspielstation, dann spielen wir Holtby an. Holtby. Younes. Der macht das bisher überragend. Hermann Hofmann kommt. Hofmann kommt nicht an den Ball, sondern Younes selber, aber da auf Außen war er nicht da. Und jetzt rennt er ins Abseits. Naja, nun gut. Wir verlagern das Spiel noch ein bisschen zu wenig gerade, finde ich, in dieser Phase. Ach, wir haben hier fast der nächste Deal unter Dach und Fach war. Zweimal fast, aber knapp daneben ist bekanntlich ja auch vorbei. Okay. Paderborn war, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal effektiv über die Mittellinie. Knoche. Arnold. Holtby. Holtby. Ah, Audea steht Younes wieder davor, statt auch reinzuziehen. Und da hat er die Chance, Hermann steil zu schicken. So, jawohl. Jetzt macht es natürlich übrigens auch die Geschwindigkeit der jungen Spieler ein bisschen bemerkbar, muss man sagen. Die zweite Reihe ist so schlecht nämlich nicht bestückt, was ihre PS angeht. Knoche. Schlechte Ballannahme. Medojevic, den haben wir noch gar nicht gesehen. Und wenn es ein bisschen schlecht läuft, sehen wir noch nicht nochmal. Der liegt auch da. Holtby. Sehr schön auf Rodriguez jetzt mal. Aber da ist keiner. Hofmann. Wieder Younes. Ah, oh, schade. Hermann. Jetzt aber nach. Jetzt aber nach. Hermann. Guter Stil von Hermann. Sehr starker Zweikampf hier. Gutes Verhalten. Und er hat in der ersten Runde zwar Pokaltore geschossen, ne? Okay. Ich glaube, jetzt geht der Kollege Krösche für Dämme hinunter. Das heißt, der Kapitän geht vom Platz hier anscheinend. Medojevic. Younes. Ach, den wollte ich doch gerade spielen, so ein Elend. Mit dem sicheren 2-0 Rücken gebe ich zu, vernachlässige ich gerade so ein bisschen die sinnvollen Pässe und versuche immer wieder irgendwas Originelles. Jetzt kommt der Kollege Meha an den Ball. Der läuft nicht ins Aus. Ich dachte, der wäre vollkommen verwirrt jetzt. Und Rodriguez vergisst ihn irgendwie gerade mal richtig zu stellen. Jawohl, hat den Ball aber. Ja, und war schon auf Pass und Elend. Aber Ricardo Rodriguez hier, mein lieber Mann, klärt das Ding gut. Aber wenn er hier abgegrätscht wird. Max Grün, der erste Ball von Max Grün. Mensch, zu dem Klose und der kommt noch an. So ein Elend. Holtby. Younes. Gut im letzten Augenblick noch auf Hermann gespielt. Hermann macht das gut. Dann läuft er in Meha rein. Also sowas. Immer wenn ich einen lobe, weil ich da oben im Augenwinkel Hofmann gesehen habe und ich wusste, spiele ich ihn jetzt an? Das wäre wieder zu eindeutig. Also lassen wir es. Robin Knoche, sehr gut. Auch wenn er hier fast abgepfiffen wird, der Zweikampf. Das war mal ein guter Spielzug von Paderborn. Jetzt mal schnell gespielt. Aber erneut ist Knoche da. Der macht das gut. Das war von Hofmann nicht gut, aber da sieht man halt, woher er kommt. Grün! Gute Parade. Erste gute Parade von Max Grün hier. Da haben wir ein bisschen gepennt. Na, Jonas Hofmann, da sieht man, dass er einfach kein Abwehrspieler ist. Das wollte ich damit sagen, dass man sieht, wo man herkommt dann. Und da muss man dann eben mal mit leben, dass man so einen Zweikampf verliert. Sacklig, aber Maximilian Arnold, der kämpft richtig hier. Abseits, jawohl. Ja, wir haben den Faden so ein bisschen verloren. Hat auch Zeit sicherlich festgestellt. So, Rodriguez. Kriegt den Ball wieder. Holtby. Younes. Das ist eine Holtby. Younes ist heute so ein bisschen der Standard. Hermann. Auf Olic. Ivica Olic ist total abgetaucht gewesen, aber im Laufduell auch sehr wenig am Gewinnen. Ja, sehr gut zurückgelegt. Auf Hofmann. Der sieht Medojevic. Medojevic kann jetzt mal abziehen und der macht es auch. Der war gut gehalten. Tja, letzte Spielminute läuft. Und auch Paderborn mit der wirklichen, in Anführungsstrichen, B-Mannschaft, wenn man die so nennen kann. Ich sage einfach mit der Reserve, die wir haben. Ja, kein Gegner, es ist vorbei. Max Grün hat einmal angegriffen. Wir haben nach dem Halbzeitpfiff den Faden nicht verloren, sondern wir haben es zu Larifari gespielt. So ein bisschen wieder mit zwei Geschenken gewonnen, aber mit 9:1 Torschüssen, denke ich, überragend.
Passquote unter 90% ist nicht so das, was ich will. Und hier sehen wir Mitrojevic mit der 5-4. Wie soll der Junge auch an den Ball kommen, wenn er kaum. Naja, ist egal. Zieht halt keinen Ball. Grün überragend, meiner Meinung nach, mit der einen Aktion. Super gehalten, hat sich empfohlen. Kann also auch mal spielen, wenn es drauf ankommt. Müssen wir mit leben. Hier, was gucken wir mal hier? Ich glaube, Leverkusen hatte gewonnen. Das ging recht fix. Und jetzt gucken wir noch, wer unser nächster Gegner ist. Das dürften wir noch sehen. Ne, sehen wir nicht. Preisgeld. Oh, 125.000 Euro. Ich glaube, oh Gott, ich glaube, wir werden Champions League-Sieger mit diesem Wahnsinnspreisgeld. Und Medojevic fällt 5 Tage aus. Das tut mir leid für Medojevic, aber er wird auch so oder so nicht spielen. Beim nächsten Spiel muss ich klar dazu sagen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr seid wieder dabei, wenn wir gegen Eintracht Frankfurt die Spitze verteidigen. Wie ihr seht, sind wir immer noch Erster. 2 Punkte von den Bayern, ein Spiel vor Dortmund. Und ich denke, das ist Spannung pur. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wolfsburg gegen den Rest der Liga. Haut herein. Ciao.